der letzte Tag vor dem Handschuh-Giveaway. Es ist gerade so krass hier. Wir sollten dies machen, wir sollten das machen. Guck mal, er labert schon wieder mitten rein, wenn ich rede. Hey, Kinders, was geht bei euch ab? Die Source-Code-Leak-Sache ist jetzt ja schon eine Weile her. Und das heißt, dass man seitdem gar nicht mehr spielen kann oder konnte. Weil alles voll mit Hackern ist. Und davon möchte ich mich selbst überzeugen. Mit Only Dust 2 auf meinem Main-Account, der an sich einen fetten Trust haben sollte. So, meine Damen und Herren. Erstmal ein bisschen rudern. Sind hier Cheater anwesend? Wir gucken mal die Namen an. Gut, gut, gut. Oh nein, gut. Ich meine, es sind ja nur die Feinde. Bei uns ist generell ziemlich sweet. Guck mal, Pip. Und wir haben zwei hier, ne? Sterions. Die sind super. Mal schauen, was sie sagen. Hello, Team. Hello, Team. Hello, guys. Okay. Sie reden schon mal. Can someone go lower and hold? Yes, I can do that. Läuft ja aktuell ziemlich gut. Wir sind am Kommunizieren. Mit 2B sagt er jetzt. One is made at least. Nö, so dödel. Oh. Mate, what are you doing? Aber alles gut, vielleicht, war das ja gar nicht so schlimm. Ach, guck mal, wie er sich meine Glocke snackt hat, der Drecksack. Die ist halt schön rot, natürlich gefällt die ihm, wir sind ja gerade tief. Oh, Mate, warum gehst du so hart ran? Ah, lebt doch noch, du Dackel. Go hide the blue, he's the dead. Wollte gerade sagen, jetzt muss der Kollege eigentlich kommen. Nice. Alter Falter. Das hat aber, ein schönes Knife am Start, ne? Achtung, Mate, ich geh durch. Will nicht schon wieder ein Team-Attack, bitte. Oh nö, er gibt mir direkt wieder. Das ist doch kacke, oder? Um eben das Thema anzusprechen, worum es ging. Also die letzten paar Tage berichten mir fast alle, dass sie kaum noch spielen können in CSGO, weil sie haben in jeder Runde einen Cheater und das wäre ganz schlimm und hin und her. Ich habe dann gestern im Stream gesagt, dass ich mir trotzdem vorstellen kann, dass ich möglicherweise, dass ich es hoffe zumindest, mit meinem Main-Account ein besseres Erlebnis zu haben, weil ich damit halt sehr, sehr gut getrustet bin. Er kann sich ruhig mal so eine Stelle abholen, wie ich sie die letzten beiden Noten hatte, aber natürlich jetzt nicht, weil jetzt ist One-on-One. Wow. Ach, und er steht genau da links. Nicht. Schade. Mein Warlock geht nicht. Oh! Oh, dieses Timing! Aber zu unseren Gunsten, ich kann mich nicht beschweren. Bis jetzt zumindest noch keine Hacker oder ähnliches detected, also von daher fühlt es sich alles gerade ziemlich sweet an. So, und jetzt können die Jungs ruhig mal vorgehen und sterben und dann hole ich mir mal die Easy Frags. Dankeschön. Ab jetzt läuft es hoffentlich generell hart an. Wir machen jetzt nur noch Wins und dann ist gut. Die Qualität des Teams ist taktisch echt sweet. Das habe ich selten, so gut callende Leute. Okay, sie machen mit 2B. Mitte kommt raus. So, jetzt müssten sie alle Fokus auf Mitte haben. I'm on B now. One in front of B. He's down. Und er hat ein Lag. Was war denn das? Der Feind ist down, er. So, jetzt gehe ich aber nochmal schön Richtung, ja doch, Richtung A. Leg mal die Bombe hier ab. Oh, da brennt ihm so ein bisschen der Arsch. Wo ist der Arschspieler, Alter? Green, you got the bomb. You need the plant. I can molly, short. Was hat er hier noch? Eine schöne Deagle hat er doch eben gehabt, oder? Wo sind die jetzt hin? Ah, ohne Blaze. Mm. Langsam, aber sicher läuft es doch an. B down. B ist clear. Sodele, sodele. Was geht hier bei dir ab? Blau ist da was? Blau, da ist einer. Where was the slow blue? Sorry. No problem. Das habe ich schon lange nicht mehr gehört. Tja, das lief doch soweit ganz gut, ne? Aber jetzt gehen wir endlich mal gemeinsam A und schauen, ob da nicht vielleicht ein kleiner Cheater am Fleuchen ist. Aber wie gesagt, ich denke, zumindest im Moment ist das Spiel ja vollkommen clean. Ich spüre jetzt hier keine unmöglichen Shots oder sonst irgendwas. Ich meine, klar, ist es aus der Spielerperspektive eh immer schwer zu sagen. Ja gut, aber ne, diesen Verdachtsfall wie gestern. Gestern haben wir nämlich tatsächlich ein Red Trust Low Game gehabt. Und da hatten wir, jemanden dabei, der hat es auch nicht versteckt. Der hat hundertprozentig halt dick reingehackt. Vor allem zum Ende hin. Der wollte das zeigen und man hat's gemerkt. Oh nö, Miss One is through. He's low HP. Right side, Ninja. Nice. Und im High Game, da hatten die Kollegen Vermutungen, dass da vielleicht was an ist. Da hatten wir keine Trust-Meldung beim Spielen. Natürlich ist es immer schlecht, praktisch gemeinsam zu spielen, weil man den Trust der anderen nicht kennt. Leider ist es so, dass man trustmäßig nach wie vor das sicherste Spiel halt hat, wenn man solo queued. Das ist halt ultra dumm. Also sofern man einen guten Trust hat. Oh, leck mich. He's coming short, I think. I'm flashed. Nice, thanks. Sehr gut, der hat ihn gelegt. Hier ist sonst keiner mehr. Let's go B. Nice. Sehr schön. Also wir regeln die gerade ziemlich ein. Die spielen jetzt aber auch nicht mehr so stark wie am Anfang. Die dümpeln hier bei sich am Spawn rum, haben Angst. Wie ist es denn bei euch, also bei allen, die mir möglicherweise noch gar nicht auf Twitch Bescheid sagen konnten oder auf Steam geschrieben haben, wie das bei ihnen so mit den CSGO-Games ist? Habt ihr nur noch Hacker drin oder sagt ihr, hey, also bei mir läuft's? Okay, for purple or yellow and we just play slow. Boah, die Brummerei ist aber krass bei ihm, die ist hart. Green, pff. Aber immerhin wird hier gecallt, ne? Das muss man auf jeden Fall festhalten. Solo Queue Valorante, keine Calls. Aber immerhin gibt's da ja auch die Ingame-Optionen. Ja.
anzusagen, wo man lang geht. Ja, da vorne weg. Den kriegen sie bestimmt zu dritt down. Ja, da ist er schon weg. Und da ist der letzte auch. Nice! Es läuft gerade. Es läuft einfach durch. Wir flattern die komplett weg. Oh oh. Oh ja. Looks like A. Ah, das ist ein harter Argo hier. Okay. Oh ne. Oh. Ja, also. One more. He's down. Ey, ist krass, wir überfahren die. Also am Anfang haben sie uns echt ein bisschen gedümpelt, aber da haben wir auch nicht als Team gemeinsam zusammengespielt. Es ist gerade so krass hier, mit den Calls und wir sollten dies machen, wir sollten das machen. Guck mal, er labert schon wieder mitten rein, wenn ich rede. Ist aber super, wirklich. Ist wirklich super. Flash on B. Need help. Ja, Wollo Prollo. Er meint, er kann mich flashen und dann mit der Ding überfahren mit der Negev. Nee. Ich kann mich auch blind auf dem Spot bewegen. Gut, er smoked mir hier ab. Danke, Pip. Pip ist echt ein cooler Name. Ich glaube, so würde ich meinen Sohn nennen. Pip. Hey, Pip, what's poppin'? Die sind schon auf Short. Another one on Short. Dann mache ich einfach zu und dann ist so. Okay, I'm coming Short. Nice. Gönn dir, mein Freund. Ich glaube, der war gerade böse auf mich, ne? Ah, Long kommt, oder was? Rotating to A. Nein, zwei bitte. Oh, nö. Flash on B. One down. Okay, ich gehe direkt wieder on-site. Ah, er ist wieder da. Sehr schön. Ah, nee, das war der Pip. Oh, oh. Oh, die werden gerade fett gedrückt auf A. Hm. Shit, Alter, Blue ist immer noch nicht da. Jetzt verkacke ich zu spielen, dich, Jung. Gehen wir alle raus, oder? Ah, fuck, he's still low. He's going long now. Ah, okay. Komm, nur noch vier, wir sind fünf, alles ist gut. Oh, 4 gegen 4. Das ist eine also, 4 gegen 2, so. Ich stehe jetzt leider hier auf einer nicht sehr ergiebigen Position. Oh, oh. Es wird ergiebiger. He's in window. He's down. Oh, nice session. I got it. Und wenn man mir ab und an mal ein Feind vorbeikommt bei B, kriegt er immerhin schön die Fresse voll, ne? Ich brauche nämlich noch einen Backe lieber. Nee, das würde ich sagen. One is in front of B. So, weg ist er. Lurch. Und wie gesagt, ich will auch hier nochmal alles clean. Also keine Shots durch Smokes, keine übertriebenen Headshots oder sonst irgendwas. Kein Gebunny-Hoppe, das ich jetzt gesehen habe oder. Okay. Wo ist die Mac-10, die hier war vor B? Na. Er ist nicht mehr da. Ich will auch noch. Oh, ich wollte auch noch. Nice Game. Daumen nach oben, aber hart. Da müsst ihr euch beeilen, damit es gut durchgeht. Auch der eine, der kurz mal AFK war, bekommt den Daumen nach oben. Komm, wir haben alle schon reingerissen. Das war auf jeden Fall. Das war schon nicht schlecht, ne? So, wie würde ich die ganze Sache jetzt zusammenfassen? Das war jetzt eine Stichprobe, ein Spiel. Das ist natürlich noch nicht allzu sehr aussagekräftig. Ich habe mir aber im Vorfeld schon gedacht, dass ich keine Hacker oder sowas in meinem Spiel haben werde, weil mein Trust-Faktor halt sehr, 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 sehr gut ist. Mein Account ist uralt. Die, die meinen Steam-Account kennen, die wissen, dass der ultimativ krass dasteht. Da würde es mich doch sehr wundern, wenn ich im Solo-Queue halt wirklich mit Hackern zusammenkommen würde. Und wenn, dann sicherlich sehr, sehr selten. Je schlechter der Trust-Faktor ist, desto öfter kommt man halt mit Kacknasen zusammen. Der Supreme ist dann fürs Erste doch nochmal gesichert, aber ja. Wenn es in den High-Games, in den Livestreams halt so weiterläuft, dass wir immer wieder verlieren, wenn auch knapp, dann wird es halt schwierig. Wobei das letzte High-Game ein dicker, fetter Lose war. Wir haben CSGO dann also auch wieder in den Livestreams back on the menu. Morgen ist der nächste Stream ab 18 Uhr. Der letzte Tag vor dem Handschuh-Giveaway, die Handschuhe, die ich da gerade anhab. Da könnt ihr nochmal kräftig Bubble-Dollar sammeln, dafür einfach den Stream anmachen und schon seid ihr dabei. Ich bedanke mich hier wieder bei allen, die zugeschaut haben. Vielen Dank für eure Kommentare und für die Likes. Ich werde mich heute auch wieder dran setzen und einiges an Kommentaren abarbeiten. Und ja, wie gesagt, morgen sehen wir uns dann wieder live und im nächsten Video. Bye, bye.